wenn man die gut durchmixt, kann das auch zu tollen Ergebnissen führen. Genau, aber, ja, wenn du es mixt. Also du darfst halt nicht immer, du darfst nicht in dieses Pattern fallen, dass, oh, du rennst auf mich zu, es wird der kommen. So dieses Slow-Ding trifft mich schon echt oft gut. Das eine sieht übrigens aus, das da sieht aus wie der Combo-Ender. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dazwischen noch was machen kannst. Du machst ja immer, du haust mich immer so krass auf den Boden und dann machst du immer den Move. Ich denke, dazwischen geht sogar noch viel mehr. Ich weiß, nee, es gibt noch andere Optionen, wo ich dich nochmal so zweimal hochtrete und dann noch irgendwas machen kann. Ich glaube, nochmal üben, das ist mir safer. Das muss ich weniger Inputs machen, das macht fast denselben Schaden. Aua, wieso macht sie manchmal diesen anderen Tritt? Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn ich diese Heat-Geschichte aktiviere, dann geht's nicht durch. Boah. Alter. Boah. Schade. Explosion! Ja, doch! Explosion ja. Hat lange Cooldown. Schön. Das ist gut. Ja, irgendein Nachteil muss es ja haben. Nö. Reicht aber nicht, oder? Boah! Tot geheilt. Bam. Oh, scheiße. Ich glaube, das ist übrigens, wenn das als Konter trifft, wird auch eine fetzige Animation draus. Final Round. Fight. Noch einfach mal direkt Explosion. Jawohl. Dass reinkommt. Ja. Nicht, dass du den groß vorbereiten musst. Doch, ich muss den schon gut vorbereiten. Das siehst du gar nur nicht. Gar nichts musst du. Doch, und zwar mit... Das ging über den ganzen Screen! Das ist nicht okay! Bon Appetit! Ich kann den auch einfach nicht lesen, weißt du? Eigentlich ist es so eine offensichtliche Anime. Also, nicht also offensichtlich, erst mal was passiert, kommt der unten und dann kommt der oben. Das ist dieser Finisher. Ein Ekel-Charakter. Ich glaube, der ist auch weniger schlimm als Gegner, wenn man den wirklich gut kennt und das erkennt. Ja, aber so, wenn man relativ neu ist, ist der ein Albtraum. Der mit der Pistole da rein, ist unglaublich. Ich werde, das ist so schlimm. Auch mal wieder für den Stun fischen. Was macht man dagegen? Warten. Also in dem Moment, in dem ich diese Pistole mache, bin ich in dieser Stance hier gefangen. Ja. Also dann bin ich hier. Dann kannst du entweder, also es gibt eine Sache, das ist ein normaler Angriff, den kannst du blocken. Wenn du den blockst, dann ist even, also dann sind wir wieder quitt. Hier bei dem darfst du nicht angreifen. Weil das, weil, da gehe ich durch. Ich gehe durch, genau. Ah, und ansonsten okay. Kann ich dir noch auf den Fuß treten. Macht zwar nichts, aber ist halt, falls du blockst. Okay, weiter. Ja. Au. Jetzt reicht's. Helft doch da mal wieder an, Chuggis. Nee! Doch, du musst da angreifen, wenn ich den Fußfeger mache. Nee, das mache ich nicht. Da suche ich mir schon einen anderen Zeitpunkt aus. Boah, uff.
erstmal auch. Ah, boah, das ist so. Ah! Du hast dich hoch, du hast dich in den Geschichtsbüchern. Perfekt gegen Dadukat. Da ist der Konter. Oh, und jetzt kriege ich das 10-fach zurück. Nee, da kriegst du nichts ab. Das ist nur extremer Schaden. Ich meine insgesamt. Achso, ja, das stimmt. Nee. Nee, keine. Oh nee, da mache ich da nichts draus. Keine Explosion. Wie weit der auch vorgeht bei dem Ulti, ne? Das ist ja wirklich unglaublich. Oh, was war denn das? Ach, das war hier Aufsteh. Oh Gott. Oh, da war nicht mehr viel übrig. Aber könnte man fast knapp nennen. Also oben. Am Perfekt, den runden Punkten. Stimmt, Perfekt zieht er jetzt 3 Runden, dann habe ich ja doch gewonnen. Warum lässt sich Dalu in die Karten schauen, weil wir hier nicht gegeneinander spielen, so, weil du auch was lernen wollen. Wenn du Fun Fact, wir haben mit Mauki ja gestern ganz viel probiert, so ein Mauki, ja. Der wirklich ist hier ganz neu und hat nicht wirklich Ahnung von den Charakteren. Und als sie Lilly genommen hat und ihr gesagt hat, welche 2 Tasten sie irgendwie in irgendwelchen Formen drücken soll, kam da wirklich eine Spamme vorbei raus. Also die, da war Mauki, die es noch nie gespielt hätte. War einmal genauso unangenehm, wie wenn Jenny spielt. Weißt du, diese ganzen Räder und Saltos und auch 5-mal drüber rollen und so. Hä, ist das? Das ist okay. Der Konter, was ich dir gerade gesagt habe. Wenn ich den hier mache, darfst du nicht angreifen. Oh, da geht's ja weiter. Ja, wenn die Wand auf ist. Das ist trotzdem. Nein, das reicht nicht. Ball abbeziehen. Ach, komm, ich hab gerade überlegt. Okay, warte. Der hat seinen Balken. Gleich macht er das. Aber mein Gehirn hat noch die Wand noch nicht fertig mit Denken. Oh, Mann. Ball abbeziehen. Mann. Sehr witzig hier, das Level. Da ist er wieder. Das ist auch ein guter Move, dass ich den gefunden habe mit dem unten, also der hier. Weil der halt, auch wenn du am Boden bist, irgendwie mal sinnvoll was macht. Ich drücke auch noch immer so früh, dass ich immer von dem zweiten getroffen werde, weil ich endlich auch mal denke, dass ich dran bin. Das typische Problem. Oh. Ja, natürlich bist du wieder recovered, dass du da noch dranhauen kannst. Ja, wichtig und richtig. Nope. Ah. Weggelasert. Der bei Balken leuchtet übrigens immer so grün. Ich weiß nicht, ob das irgendwie. Ja. Ding, 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 Explosion. Nee. Ah, wir sind noch nicht fertig. Hat der eigentlich auch Hyper Armor? Der Move ja. Also der Opener, also der, um in die Stance reinzugehen. Der Move, den du ausführst, nicht. Alter, du hast dich ja. Ich sehe das jetzt erst. Du hast dein ganzes Grey Life zurückbekommen, als du deinen Heat-Modus benutzt hast. Obwohl ich geblockt hatte. Ja, dein ganzes Grey Life war wieder da. Oh.
bestimmt noch irgendwo oh, fetzigen Effekt, dieses Leuchteding. Der Grab! Diesmal werde ich die beide retten. Wir kriegen voll viel Geld fürs Multiplayer-Spielen, aber es gibt nichts, wofür man es ausgeben kann. Naja, quatschigen Kostüme. Ich glaube, man kann sich aber nicht mehr komplett eigene Quatschcharaktere bauen mit den Movesets, ne? Man kann nur die normalen Charaktere so ein bisschen umziehen. Ja, aber eigentlich kann, also ich glaube schon, dass es relativ viele Outfits es gibt. Ah, da hatte ich den unten geblockt. So. Au, jetzt geht's wieder los. Here we go again. Über den einen. Was? Was? Wie was? Ich bin rüber über deinen Feger und dann kommt von oben noch so ein Scheiß? Ja, die kommen ja immer beide. Hä? Das ist ja furchtbar. Das dachte ich, hätte schon überstanden. Jawoll. Na, komm, ey. Die ganze Zeit, wenn du da drauf ist. Oh, du bist zu klein. Ich bin zu klein. Das ist mir auch gerade schon aufgefallen. Trotzdem, kriege ich jetzt meinen Kram da wieder? Nur ein bisschen, ne? Das Greylife ist, glaube ich, komplett voll. Warte mal, mein Balken leuchtet gerade grün, gleich grün, warte. Ne, ein bisschen. Oder war das bei dem anderen Move? Aber mach mal deinen Heat-Move. Mach mal Heat. Und mach den nochmal. Nö. Doch. Achso, das hier. Das, ist, ja. Das war das mit dem Grün. Okay. Genau, jetzt das ist dann so ein Instant Greylife Replanisch. Kann ich das auch? Nö. Ist nur für dich vorbehalten. Ja, ich bin halt die Heiloshi. Alter. Aber weißt du, da denke ich, ich kann mal zurückhauen und dann hau ich da rein. Ich werd wirklich, das macht mich wahnsinnig, das Ding. Eieieiei. Ah, ich hab auch ganz gut verloren, ne? Nur dass meins recoverable ist. Hyper Armor macht dich ja nicht immun dagegen, du. Ja. Eieieiei. Hat er gebaitet. Final round. Oh, was? Das war wieder. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ich werde noch viel zu oft gegrabbelt. Den sehe ich. Wieso macht er nicht mal? Alter, du kannst doch nicht so einen Bodensweeper machen aus 10 Kilometer Entfernung. Es hat wirklich, trau mich nicht mal auf Midrange irgendwie ansatzweise. Ich weiß, dann kriege ich Fußfege. Du kannst ja auch da deine Kamehameha schießen. Du ja, das geht aber nicht weiter, als wenn du so einen Ausfallschritt machst und eine Faust haust. Soweit ist es wirklich nicht. Wir können gleich noch gerne quatschen, wenn ich noch ein bisschen alleine spiele. Kleinen Moment. Round one. Fight.
Wir hatten das nicht. Ach, die Hitboxen sind aber auch teilweise irgendwie anders, als man es einschätzt. Hä? Oh, was ist das? Was war das? Das war meine Stance. Meine Stance. Ey, aber es ist mir wirklich vorher noch überhaupt nicht aufgefallen, dieser Move, dass du da so fünffach mit dem Schwert rumhackst. Wie so ein Irrer. Wie so ein Irrer. Dispersion. Ja, aber gegen so einen Pistolentyp auf Range zu baiten, ist natürlich auch dumm. Oh, erst mal ein bisschen Ruhe. Ah. Mehr blocken. Mehr blocken, habe ich doch gerade gesagt. Nein. Nee. War knapp. Ich habe das Hyper-Armor-Ding von dem Heat-Aktivierungsding noch nicht ganz verstanden. Weil ich das Gefühl habe, ich drück's ganz oft vor deinem Move und dann wird's quasi, kriege ich in die Fresse und es wird gecancelt. Alter. Oh, gut unten geblockt, Chagas. Aber den kann ich dir nicht geben. Oh, oh. Ich hab schon wieder vergessen, dass das auch noch existiert. Ich war auf dein blödes Heat-Ding so fixiert, aber das hattest du gar nicht mehr, ne? Nee, es war weg. Kann mir sowas nicht merken, so simple Sachen. Bräuchte so ein Typ, der hinter mir steht und jetzt halt sagt, pass auf, gleich, ich könnte ja schuldig machen. Ein letztes noch? Ja. Der ist aber auch krass, der Typ, ne? Der hat ja Tekken 7 aktiv gespielt, total viel noch. Weil im Trainingsmodus, wenn die Bots ja nicht blocken offensichtlich, dann kannst du ja gefühlt alles machen. Haha, guck mal, das ist ja voll der gute Move. Und dann fällt dir auf, im echten Match, das ist ja eigentlich voll der Kack-Move. Denkst auch, das ist ewig die lange Kombo-Kette und dann ist es halt gar nichts. Deine Hyper-Armor. Boah. Oh, wie mein Launch einfach immer ins Leere geht. Also so nicht, also blocken verstehe ich ja, aber einfach, wir stehen halt voreinander. Oh, jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht, dann irgendwie was Sinnvolles zu machen. Oh, aber ich sehe Nee, das reicht nicht. Oh. Nee, war zu luschiger. Dispersion! Hast du schon rausgefunden, was das heißt? Da steht Stirb in den Untertiteln. Dispersion? Ist übersetzt mit Stirb? In den Untertiteln steht Stirb. Aber ansonsten wird es ja sowas sein wie Verschwinde, oder nicht? Oh, ich hasse diesen Move. Oh. Das war keine gute Runde. Messer, zack, zack. Was mit das? Ich weiß nicht, was das war. Das war auch, cool. Hatte ich auch keinen Bock drauf. Oh. Au, oh nee. Oh, wieder gepennt. Ich krieg's halt so schlecht hin, die Launcher gegen dich. Was? Das war doch wieder im Hitbox technisch nicht in Ordnung. Das war Max, war schon gut. Ach, guck mal! Dein Fußfeger
war gerade wirklich länger als mein ausgestreckter Kick. Ich habe ja auch meinen Arm und ein Schwert. Das ist ja natürlich ein Schummelcharakter. Alter. Das ist ja Armlänge und Schwertlänge. Nee, Fuß war das doch. Weiß ich nicht. Nee, dein Fuß war halt länger als meiner. Ich nehme schon das Schwert dafür. Ich hau das auf den Boden sozusagen. Ich mache einen Fußwirbler damit. Scheißegal, es ist jedenfalls nicht in Ordnung. Sollte illegal sein. Der sollte illegal sein. Das ist wie eine Ulti. Ey, wenn er trifft, guck mal, was du hier die ganze Zeit mit mir veranstaltest. Ja, Dispersion und Explosion. Auch nicht vergessen. Schön, das war eine schöne Kombo. Die war auch super nett. War das eine Dreier, eine echte? Ja, ich glaube ja. Oh Mann, dass du das einfach mitten in deiner Kombo-Kettensache machst. Das hat trotzdem Damage gekostet, das nehme ich. Wank, wank, wank. Was mache ich gegen deine Kack-Hyper-Armor? Steppen! Da ist es wieder! Ja, wenn du in der Offense bist und du hast Hyper-Armor, ich kann ja nicht gegen angreifen. Du gehst ja durch, du ignorierst es ja. Da muss ich noch rausfinden, womit das zu tun hat. Okay. Ah, oh, da kommt der Damage. Gut gebaitet. Aber dann. Ah, da war ich gerade zu ideenlos. Das ist so dumm, ey. Das ist so unglaublich dumm. Wir haben einen ganzen Bildschirm, ne? Ja, wäre doof, wenn die vorher aufhört, die Kugel. Range für alle. Der Typ ist wirklich, das ist ja unglaublich. Och nö, den habe ich gerade so gar schön nicht. Im fast richtigen Moment mein Supi-Dupi-Ulti gedrückt und dann... Den Move, der war, so drin, war ein guter Move, den habe ich noch nicht gesehen. Aber gute Matches, ich bin wirklich begeistert. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es sehr, sehr lustig. Ready für Jen.